Warum mobbt mich mein Chef nur? Diese Klage höre ich sehr, sehr häufig. Unsere Chefs haben nicht gerade das beste Image bei uns in Deutschland, auch in anderen Ländern nicht. Da stehen sie an der Wand und wird angeklagt und verurteilt, sind zu doof und inkompetent und pipapo. Ich kümmere mich jetzt mal um das Problem desjenigen, der vom Chef nicht gemocht, sondern eher gemobbt wird. Heißt er Schwierigkeiten, hat er eine Beziehung. Wenn du dieses Thema hast, und ich nehme mal an davon, dass es dich auch mehr oder weniger betrifft, dann hast du ein Thema. Es ist erstmal dein Thema, da lohnt sich oder da bringt es nichts, den Chef anzuklagen und zu verurteilen, falls du eine Lösung haben willst. Deswegen ist meine erste Frage, wie sah und sieht dein inneres Verhältnis zum Chef deiner Kindheit aus? Und das war erstmal der Vater oder, wenn die Mutter die Hosen anhatte und der Sheriff war, die Mutter. Aber meistens ist der Vater, der ja auch von der Mutter als Autorität, als Instanz vorgestellt wird, warte, soll ich das Vater sagen und warte, bis Papa nach Hause kommt und so weiter. Das heißt, der Vater ist in der Regel die erste Autorität in der Familie und dein Verhältnis, das Verhältnis des kleinen Kindes zu diesem Mann, ist ganz entscheidend für dein Verhältnis zu dem Chef oder der Chefin von heute. Wir haben verschiedene Konstellationen. Bei vielen war der Vater nicht da, oft abwesend, ging weg sogar, verließ die Familie. Dann steht dein Vater nicht hinter dir im Geist. Das heißt, du hast kein friedliches, nährendes, genährtes, schönes Verhältnis zum Papa. Der Papa steht nicht hinter dir, mit der Hand auf seiner Schulter, sagt, Kind, Junge, Mädchen, du machst das schon. Ich vertraue dir. Das fehlt dann. Zweitens hast du Hoffnung gehabt, wie jedes Kind, dass Papa dich mögen möge oder anerkennen. Gerade Jungs sind ganz scharf drauf zu sagen, zu hören, dass Papa, hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Und viele Väter konnten es nicht. Viele haben noch niemals, waren nicht in der Lage, die Tochter oder den Sohn jemals herzlich zu umarmen. Und die Sehnsucht danach bleibt. Die Sehnsucht nach der Anerkennung von der männlichen Instanz in der Kindheit, dem Papa. Und deswegen übertragen wir das auf Vorgesetzte, männliche wie weibliche. Heißt, der Chef und die Chefin heute ist der Stellvertreter für den Vater oder auch mal, wenn die Mutter der Sheriff war, wie gesagt, für die Mutter der Kindheit. Und hier liegt dann auch die Lösung. Du kannst deinen Chef anklagen, du kannst ihn verklagen, du kannst die Firma wechseln und so weiter. Ich sage, du kommst vom Regen in die Traufe. Du wirst das Thema wiederbekommen, weil das Leben kennt Ordnung. Heißt, es sagt, bring deinen Unfrieden, der ja gleich Unordnung ist, mit dem Papa der Kindheit in Ordnung. Zweiter wichtiger Punkt ist, wie sieht dein Selbstwertgefühl aus? Das hängt natürlich oft zusammen mit dem Verhältnis zum Papa der Kindheit. Wie groß ist dein deine Selbstwertschätzung? Und damit dein Selbstwertgefühl. Je kleiner es ist, desto eher wirst du Angriffsfläche für Menschen, die auch innerlich nicht das beste Selbstwertgefühl haben. Die greifen gerne andere an, ob das Kolleginnen und Kollegen sind oder auch Vorgesetzte. Das heißt, hier bist du wiederum am Ball zu sagen, was kann ich tun heute, um mein Selbstwertgefühl zu heben? Liebe ich mich schon selbst? Oder verurteile ich sehr viele Dinge an mir? Heißt, hier ist deine Entscheidung gefragt, dich und zwar alles bisher Ungeliebte an dir mehr lieben zu lernen. Das ist also ein zweifacher Prozess. Mach du Frieden mit Vater und Mutter deiner Kindheit, B, mit Bruder und Schwester deiner Kindheit und C, mit dem kleinen Kind in dir, das eben gelernt hat, so hoch oder so niedrig über sich zu denken und alles, was du über dich denkst, das strahlst du aus. Wenn du also denkst und noch so unbewusst, naja, so dolle bin ich ja nicht und da habe ich schon Fehler gemacht und ach, das kann ich nicht und andere sind ja alle viel besser und sonst was alles, dann strahlst du all das aus und darfst damit rechnen, dass der eine oder andere dir das zurückspiegelt in seinem Verhalten. Keine Schuld, no, keine Schuld, aber Ursache, Wirkung. Alles, was wir heute denken, fühlen wir auch, strahlen es als Gedanken und Gefühle aus und andere, die ähnliche Themen haben, greifen es auf und bringen es auf die Bühne. Das kann hier der Chef sein, hier der mobbende Kollegin, hier die missgünstige Kollegin und so weiter. Das heißt, alles, was da geschieht im Bereich der Arbeit, ist für uns bestes Material, uns selbst kennenzulernen, uns zu entwickeln, das kleine Kind in unser Herz zu bekommen, uns zu entwickeln und zu wachsen und zu reifen in die wahre Größe hinein, die wir wirklich sind. Heißt, in die ganze Liebe zu uns und das Bewusstsein, dass wir ein wunderbares Wesen sind, voller Liebe, voller Fähigkeiten
Und mit einem guten Rückgrat, wo Mama, Papa hier steht und Mama hier stehen. Ich lade dich herzlich ein, geh die Themen an und spiel nicht weiter das Opfer von Chef oder Kollegin.